Susul, hallo und herzlich willkommen zu dieser ersten Sim-Folge an diesem Sonntag. Die große Neuinstallationsaktion ist vorbei. Ich hätte mir das Ganze auch irgendwie sparen können, denn anscheinend verursachen diese Probleme irgendwelche von den Augenfarben, die ich jetzt ins Spiel geladen habe. Der Witz ist, dass ich es jetzt mit mehreren unterschiedlichen versucht habe. Und irgendwie verursachen alle das Problem. Ich werde es hier mal noch weiter versuchen. Hier habe ich ja auch ein paar drin. Aber Daniel ist jetzt tatsächlich im Spiel integriert. Und ich dachte mir, wir reisen jetzt mal mit Cleo. Was heißt reisen? Ihr wisst schon, wir besuchen die mal alleine. Einfach nur mal klingeln. Das Haus ist noch verdammt spartanisch. Das Einzige, was ich den beiden Jungs da reingepackt habe momentan, ist ein kleiner Essenstisch und ein PC. Mehr steht in dem Haus noch nicht drin, aber mein Gott, ich wollte sie auch erstmal nur einziehen lassen und ein kleines bisschen Verbindung zur Außenwelt ermöglichen. Gucken wir jetzt mal, ich hoffe, dass es funktioniert. Wenn nicht, dann haue ich das Spiel gleich. Okay, ich haue das Spiel. So, und da bin ich wieder. Wir sind wieder auf dem Stand von vorhin. Und ich würde sagen, ich starte jetzt nochmal einen Versuch, zu der Familie zu gehen. Ich habe eben mal kurz die Frisur auch noch verändert von Daniel. Also irgendwas geht da gar nicht mehr klar mit den Downloads. Ich habe keine Ahnung, beim allerbesten Willen nicht, woran das liegt. Ich habe sie jetzt, seit 2 Monaten habe ich die schon gut im Spiel drin und jetzt auf einmal verursachen die solche Probleme. Ich kann es irgendwie nicht nachvollziehen, woran das liegt. Ich habe echt absolut überhaupt gar keinen Plan, aber da muss ich mal neue suchen. Eine andere schicke Frisur. Und das mit den Augenfarben. Das, So, und da bin ich schon wieder. Das ist mir eben schon wieder abgeschmiert. Ich werde gleich, wenn ich mit der Aufnahme hier durch bin, mal schauen, ob ich nicht irgendwie von Daniels Seite mit Cleo Kontakt aufnehmen kann. Hier geht's so auf jeden Fall nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt eben nochmal die Frisur geändert. Jetzt habe ich nun wirklich absolut überhaupt gar nichts mehr in der anderen Familie, was auch nur in irgendeiner Art und Weise runtergeladen wäre. Also null Custom-Content drin, nur originale Teile. Und es funktioniert immer noch nicht. Also es kann nicht unbedingt nur an den Downloads liegen. Irgendwas geht da gerade generell nicht so richtig rund. Und es nervt mich tierisch. Es nervt mich echt richtig extrem. Das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Also ich bin da echt gerade schon so ein bisschen sauer wegen, weil, wie gesagt, ich meine, wenn in der Familie nichts drin ist, was runtergeladen ist, dann müsste es einwandfrei funktionieren. Und der Witz ist, Cleo hat Custom-Augen. Sie hat übrigens die Custom-Augen nur in grün, die in so einem Grau-Grün, die ich Daniel im Blau verpasst hatte. Mach mal die Augen auf. Sie hatte keine Custom-Augen, aber... sind denn... Ah, hier. Okay, das muss ich jetzt... Opa. Der Kleine hat auch Custom-Augen und es funktioniert alles. Ich meine, klar, das Spiel ist mir gestern abgeschmiert. Aber es ist nicht so hängen geblieben, wie es mir bei Daniel und seinem Bruder immer hängen bleibt. So wie sich das hier gestern in der Familie aufgehangen hat, das ist ja schon mal passiert. Schon, ich glaube, 2-mal. Jetzt in den ganzen, ganzen vielen Sims-Folgen. Aber das ist so, ich sehe da keine Regelmäßigkeit drin. Ich kann es mir nicht erklären, weil es in der einen Familie funktioniert. Und in der anderen geht's nicht. Ich habe auch noch eine einziehen lassen hier in das Nachbarhaus, wo hier unsere Mädels herkommen ursprünglich. Die hat Custom-Augen, die hat Custom-Make-up, die hat Custom-Haare. Und es funktioniert einwandfrei. Ich kann sie einziehen lassen. Ich kann in die Familie reingehen. Also ich kann in den Einrichtmodus gehen bei ihr. Und das Spiel stürzt nicht ab. Und ausgerechnet bei den beiden, wo es wichtig wäre, dass es funktioniert... Da geht absolut überhaupt gar nichts.
Das ärgert mich schon so ein bisschen. Jo, aber du gehst jetzt erstmal duschen. 12 Uhr haben wir hier jetzt gerade. Ich muss mal gerade auf meinen schlauen Blog schauen. Irgendwo hatte ich mir das doch aufgeschrieben. Aber wo? Ha, da ist es. Oh, Papa. Und zwar werde ich jetzt kurz mal, da ich jetzt quasi null zum Spielen gekommen bin, will ich hier jetzt mal gerade schauen, ob ich nicht mal eben die Bedürfnisse alle hochsetzen kann. Upsala. Bedürfnisse ändern. Bedürfnisse erfüllen. So, prima. Und jetzt Testing. Cheats. False. Direkt wieder aus. Disabled. Perfekt. Aber jetzt geht's hier unseren Sims endlich mal wieder gut wenigstens. Ich bin echt irgendwie fassungslos. Warum funktioniert das denn nicht? Ich würde jetzt zu gerne mal ausprobieren. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt gleich mal. Das hier ist jetzt auch so ein bisschen eher eine Testaufnahme als eine Spielaufnahme. Aber irgendwie muss ich das ja auch alles wieder hier ans Laufen kriegen. Ich hoffe, dafür habt ihr ein bisschen Verständnis. Ich hoffe doch einfach mal auf euch. Hat sie ihn jetzt vielleicht schon kennengelernt über den Chat wenigstens? Und. Nein, natürlich nicht. Computer sagt nein. Ach, Mann. Oh, das gibt es doch nicht. Echt, ich bin hier nicht Grumpy Cat. Sims macht mir zu Grumpy Cuddy. Das kann doch nicht mehr sein hier. Mann. Oh, ist was in Mülleimer gelandet. Ja, da war was im Mülleimer. Er hat noch rot geleuchtet. So, jetzt mache ich mal Folgendes. Ich habe jetzt gerade überhaupt gar keinen Plan mehr, wie lang die Folge ist, weil sie aus drei gestückelten Teilen besteht. Ich speichere jetzt mal kurz ab. Und dann werde ich entweder Max, nee, Max muss jetzt auf die Arbeit, werde ich Jerry mal die Frisur verpassen und Custom Augen. Und dann will ich sehen, was passiert. Wird es dann noch laufen oder nicht? Notfalls kann ich ja hier die Familie zurücksetzen. Ohne. Da. Spiegel. Also notfalls installiere ich eben morgen das Spiel nochmal neu. Wenn ich mir damit jetzt hier die Familie crashe. Und ich habe ja dann keine Save-Dateien drin, wenn ich jetzt gespeichert habe und den nächsten Fortschritt nicht mehr speichern sollte. Also ist dann ja die heile Familie gespeichert und ich kann sie wieder ins Spiel reinbringen. What a shoots day. Moment, ja, abbrechen, ich traue mich trotzdem nicht so ganz. Ich kopiere jetzt erstmal die komplette Familie mit Haus, mit allem drum und dran, lieber in meine Bibliothek rein, dass ich sie da notfalls wieder rausziehen kann. Damit auch alles hier gut ist. Ich bin jetzt echt, ich nenne mich paranoid, aber ich habe jetzt hier keine Lust, dass entweder meine kleine oder unsere kleine Cleo hier nicht den perfekten Freund vor die Nase bekommt. Und ich habe genauso wenig Lust, dass hier unsere Let's Play-Familie auseinanderbricht. Wir gehen jetzt mal gerade in Welt verwalten. Mensch hier, nur Bastelfolgen. Im Moment, ich hoffe, ich kann demnächst endlich mal wieder normale Folgen bringen. Okay, mehr. Reisen, spielen, mehr. Hä, kann ich das nicht komplett da reinladen? Hä?
Als ehrlich nicht? Okay, so kann ich auf jeden Fall auch wieder in der Stelle einen Sim. Das heißt, Haushalt speichern. Mache ich jetzt mal. Haushalt in meiner Bibliothek speichern. Somit könnt ihr auch gerne, kann ich euch den jetzt hochladen? Wenn ihr wollt. Der Haushalt ist jetzt so gespeichert mit Cleo, mit Max, mit allem drum und dran. Hier, schaut mal, hier. Smiles, meine liebe Dame. Ich habe sie aus der Welt wieder rausgeschmissen, weil ich sie zum Test ins Haus einziehen lassen, wo die Smiths eigentlich rein sollten. Und ihr seht, sie strotzt quasi nur so vor Custom-Content und es funktioniert. Keine Ahnung, ich habe da kein Verständnis für, aber jetzt machen wir erstmal hier die Probe aufs Exempel mit Jerry. Und bearbeiten ihn mal ein bisschen. Okay, dann wird jetzt die Folge sogar doch wieder normal lang. ich kann mir das hier echt alles nicht erklären. Ich meine, Sims waren manchen Dingen schon immer ein Mysterium, muss ich sagen. Also wirklich seit dem allerersten Sims-Teil hatte das Spiel gefühlt immer so ein bisschen ein Eigenleben, muss ich leider sagen. Und das hat sich über die Teile hinweg eigentlich zunehmend verbessert, muss ich sagen. Also, was ich mich rumgeärgert habe mit dem ersten Sim-Teil, das hat eigentlich, oh Gott, also man konnte davon ausgehen, dass wenn ein neues Add-on gekommen ist, dass man dann das komplette Spiel runterputzen durfte und von vorne installieren musste, bevor das Add-on funktioniert hat. Ich weiß auch nicht warum, also irgendwie ganz komisch die Sache. So. Gott, sieht es aus. Oh Gott! Die Frisur, die ist ja ganz schlimm bei Jerry. Ach ja, ich kann ja jetzt die Augenfarbe nicht ändern. Egal. Egal. Die Frisur ist es auf jeden Fall. Das sollte reichen für den Test. Weil es liegt ja augenscheinlich, auch an der Frisur, nicht nur an den Augen. Weil ich habe es ja auch schon versucht, dass Daniel eine normale, vorinstallierte Augenfarbe hatte und Custom Content Haare, nämlich diese Wuschelfrisur hier. Und es ging genauso nicht. Ha. Du machst mich fertig, Spiel. Du machst mich fertig. Und was passiert? Außer, dass sie bei Jerry extrem beschissen aussieht irgendwie. Echt, die sieht aus wie ein Clown. Passiert nämlich hier erstmal gar nichts. Aber ich würde sagen, ich verabschiede mich hier jetzt erstmal. Stopp! Yay. Mit diesem super geilen Bild hier. Und ja, dann gucke ich mal, ob ich kurz einen Kontakt herstelle zu Cleo und wir uns dann in der nächsten Folge mit bereits bestehendem Kontakt wiedersehen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn die sich außerhalb vom Let's Play kennenlernen. Aber das scheint mir momentan die einzig praktikable Möglichkeit zu sein. Also, bis nachher. Tschüss!